Herzlich willkommen, neue Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Hallo Jochen. Wir haben in der letzten Folge darüber geredet, wie du die Vorbereitung getroffen hast auf deiner Norwegen-Reise. Jetzt bist du wieder zurück. Und ja. Als ich dich gefragt habe, wie war es, hör auf. War es so schlimm? Ja, also Jochen, ist das ja so, wenn einer eine Reise beginnt, kann er ja viel erleben. Ne? Aber weißt du, also jetzt aus dem Stegreif, ohne viel was zu beschönigen, weißt du, wir sollten ja freitags morgens um 17:45 von Hamburg fliegen. Ne? Ja. Da hatte ich mir nachts um 2 den Wecker gestellt und hatte in irgendeiner leisen Vorahnung mein Handy mit ins Bett genommen als zweiten Wecker. Ne? Weil hatte doch Angst, dass du verschlafst. Also du hast aufstehen. Also einen Wecker und ein Handy. Ja, genau. Falls du den einen Wecker nicht hörst, ausdrückst. Ja, genau, habe ich noch nie ein Problem mit gehabt. Ja. Auch nie, das ist auch wirklich das erste Mal, dass ich das Handy mit in mein Schlafzimmer genommen okay. habe. Ne? Und irgendwo, ich war gerade eingeschlafen, nachts um 12 oder was, bing. Ich sage, wer will denn jetzt wieder was von dir? Dann überlegst du, guckst du nicht. Na, lässt dir denn noch keine Ruhe, ich guck. Der Flug gecancelt. Autsch. Ne? In diesem Fall war es zum Vorteil für uns. Wir hatten jetzt einen Direktflug nach Oslo und eine Stunde später. Ne? Also war da kein Stress. Nicht? Und zum Glück, denn ich sollte ja meinen Kollegen Hauke in Heide abholen. Dann habe ich denen eine WhatsApp geschrieben, komm eine Stunde später. Und ne, da hatten wir keinen Stress. Hat alles geklappt. So, nun kommen wir in Hamburg auf dem Terminal an und checken ein. Nein, sie sind ja umgebucht. Sie sind nicht mehr hier bei der Lufthansa. Sie müssen da und da hin. Ja gut, wir dann dahin gelatscht, nicht? Die Dame, ja, sie haben nur ein Gepäckstück. Also wenn wir nach Norwegen fahren, musst du immer zwei Gepäckstücke haben, wegen Angelgerät und alles. Nein, wir haben doch hier gebucht, zwei Gepäckstücke. Na ja, nach langem Hin und Her wurden dann das zweite Gepäckstück genehmigt und wir begaben uns zum Sperrgepäckschalter. Also, nun kriegst du immer zwei Tickets. Eins Hamburg-Oslo und eins Oslo-Alta. Ne? Und ich habe das erste Ticket, guck, auf welchem Platz ich sitze und guck auf das zweite Ticket. Ich denke, ich lese nicht richtig. Ich war jetzt nicht mehr Horst Hennings, sondern Alubaba weiß ich was. Ne? Falscher Name auf dem Ticket. Ich wieder zum Schalter. Ich wäre in Oslo ja gar nicht weitergekommen oder hätte zumindest erklären müssen. Nicht? Ja. Ich sage hier, das stimmt nicht. Und so, ja, müssen wir entschuldigen. So, kriegt er auch das zweite Ticket. Wir fliegen nach Oslo, ich sag zu meinem und frage dann am Schalter, also bevor wir dann, ich sage, wird das Gepäck durchgecheckt? Ja, wird durchgecheckt bis Alter. Hast du in Hamburg gefragt? Ja, alles klar. Wir steigen in Oslo aus und hatten zum Glück eine gute anderthalb Stunde Umsteigezeit. Ich sage, du Hauke, ich habe so kein gutes Gefühl, ich gehe lieber mal zum Band. Aber Blödsinn, ist durchgecheckt und so, ich gehe schon mal eine Tafel Schokolade kaufen für uns und ähnliches. Ich sage, nee, sag ich, du, ich habe keine Ruhe, ich gehe lieber noch mal zum Band und guck. Du komm in die Halle, was sehe ich da als erstes? Unser Gepäck in der Reise, im Umkreis, weißt du? Der Hauke kommt an vom Einkauf mit der Schokolade. Oh, sagt er, ich wäre ohne Gepäck angekommen, ohne dich wäre ich nicht. Ich sage, also alle, die von Deutschland aus nach Norwegen fliegen, können sich nicht darauf verlassen, dass ihr Gepäck durchgecheckt wird. Nach meinen Informationen nur die, die mit Norwegian oder mit SAS fliegen. Wer Lufthansa oder ähnliche Fluggesellschaften, muss immer sein Gepäck in Oslo wieder vom Band nehmen, durch den Zoll laufen, eine Etage höher, wieder neu einchecken und dann kann er weiterfliegen. Ich habe schon so oft erlebt und deswegen war ich so unsicher. Mhm. Zum Glück haben wir dann unser Gepäck gehabt. Ich kenne das nun ja auch schon, weil du aus dem Fahrstuhl kannst nach oben fahren. Riesige Schlangen beim Einchecken. Aber wenn du das kennst, kannst du gleich zum Sperrgepäckschalter gehen, weil du ja schon eingecheckt bist. Nicht? Und die nehmen das dann entgegen und reisen weiter. Ja, dann sind wir dann in Alte angekommen. Hat alles super geklappt dann. Haben dann Leihwagen genommen. Und sind dann nach Hammerfest gefahren. Ne? Hammerfest ist ja eine riesige Stadt. Ne? Also wer Norwegen kennt, Norwegen-Liebhaber, Hammerfest ist eine einfache Stadt mit alter Bausubstanz, Hafenstadt, also nicht irgendwas, wo man unbedingt Urlaub machen wollte. Aber wir sind ja auf dem Meer und wollten angeln. Ne? Kommen dann zu unserem Hotel. Ein super Hotel, also wirklich, weißt du, mit Atlantic Sea und was weiß ich, weißt du, und kriegen dann die Schlüssel für unser Apartment. Dann wir dann in dieses Apartment gelaufen, da kriegt, weißt du, alles top. Also vom Feinsten eingerichtet, alles picobello. Nicht? Also wirklich, aber äußerst spartanisch, was das Raumangebot anbelangt. Mhm. Also wir hatten auch nur
zwei Zimmer mit Doppelbetten eigentlich. Weißt du, haben uns dann arrangiert, dass einer am Sofa geschlafen hat. Nicht? Und was die Norweger, also was du oft in Norwegen findest, weißt du, die sind top eingerichtet. Da war alles da. Alles, was du brauchst, Küche, Waschmaschine, Trockner, wirklich alles super. Aber kein Stauraum. Du hattest keinen Schrank. Weißt du, du musst auch also irgendwo die Sachen dann so zwischenlagern. Nur als Angler kannst du aus dem Koffer leben, das war alles wunderbar. Und was von Vorteil war, also wir hatten unheimlich kurze Wege, nicht? Also von unserem Apartment zum Boot war einfach nur eine Treppe runter, hatte immer das Boot direkt da vorne liegen, Filetier raus, auch direkt am Wasser, dann hier alle Räumlichkeiten da, Trockenraum für deine Klamotten, also wirklich alles top. Und ein super Boot, ne? Also ein super Boot, so ein Kabinenkreuzer mit Kabine, mit Heizung drin. Ich sag, meine Kollegen wollten heizen, ich mach hier nicht die Heizung an, dann gehe ich nach draußen. Weißt du, sitzt da drin und so kalt war es auch nicht, wir hatten auch Glück mit dem Wetter. Und hatten auch eine hervorragende Fischweite. Ne? Also wir haben gleich am ersten Tag Heilbutt gefangen. Und was mich besonders gefreut hat, war, was mein Freund Hauke Loof, der fährt schon auch schon, ich glaube, gefühlt seit 30 Jahren nach Norwegen, war bestimmt, weiß ich, auch jedes Jahr 3-4 Mal fährt er für die Tour und mit der Familie, verbringt immer seinen Urlaub in Norwegen. Und der hat noch nie einen Dorsch gefangen, der schwerer als 20 Kilo war. Und das war ja nun das Ziel, was du da oben im Norden, da gibt es die großen Brüder, da mal so einen Fisch zu fangen. Nicht? Nochmal ganz kurz, du warst da im Prinzip in Norwegen und warst auch mit einer Gruppe da. Ah. Ja, nein, wir waren jetzt nur zu dritt. Ihr wart zu dritt, okay. Das heißt, normalerweise machst du ja Touren und erklärst dort, ne? Aber das war jetzt eine andere. Haben wir nur, wir sollten eben nur diese neue Anlage testen und vorstellen. Ach, das ist doch schön. Ja. Nein, war auch alles in Ordnung. Was, wie gesagt, daneben an Hotelbetrieb, was du konntest da Frühstück essen, also wirklich alles super, ne? Bis eben, dass die Räumlichkeiten ein bisschen beengt waren. Nicht, dass man da, also wenn man, also wir sind ja jetzt in einem Alter, Jochen, dann willst du ja nicht mehr mit im Etagenbett schlafen oder eine Leiter hochsteigen oder ähnliches, aber wir haben uns da gut arrangiert, Hauke dann auf der Couch geschlafen, war alles in Ordnung. Und wie gesagt, dafür entschädigt er dann wieder das Revier, das Boot, das ganze Drumherum war einfach super. Ne? Und ich meine, du willst ja keinen Luxusurlaub machen, du willst ja eigentlich nur einen Fisch fangen. Ja, Fisch fangen und eine vernünftige Dusche. Also ich brauche eigentlich nur ein vernünftiges Zimmer, weißt du, mit einem Stuhl oder was, wo ich seine Sachen ablegen kann, weißt du, eine ordentliche Dusche und Bett vielleicht. Ja, genau. du bist ja meistens so kaputt. Also den ganzen Tag auf dem Wasser, was du die Luft und gewisse Geschaukelei hast du ja auch, dann bist du dann abends zur Ruhe gekommen, wenn du Fische filetiert hast und gegessen hast oder weiß ich was alles. Also da ist nicht viel noch mit Fernsehen oder Schnacken, weil du irgendwann fallen dir, was ich war, habe ich so, der Hauke, der ist etliche Jahre jünger als ich, weißt du nicht, und sagte, ja, wir können ja nachher nochmal irgendwas bei YouTube gucken, weißt du, setz dich aufs Sofa, der noch gar nicht ganz gesessen, da hat er schon die Augen zugehabt. Du sagst, da können wir auch gleich ins Bett gehen, was soll der Blödsinn, weißt du, wir wollen den nächsten Morgen auch früh raus. Aber Hauke wollte also einen Fisch, einen 20 Kilo Dorsch. Das war sein Traum, das ist sein Traum seit Jahren. Mhm. Und der Traum ist jetzt in Erfüllung gegangen. Ah. Ja. Also der hat in 130 Meter Wassertiefe hat er einen Biss gekriegt, weißt du, nicht? Und sagt, oh, das ist ein guter, weißt du, und das ganze Drill und alles. Und ich habe, also Jochen, ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil so diese PB heißt das ja, persönlich bester, weißt du, für alle. Der Hauke ist richtig ausgeflippt, als dieser Dorsch jetzt hochkam und wir die Ausmaße gesehen haben. Ja, das ist er, der hat 20 Kilo. Der war richtig aus dem Häuschen und hat sich also wirklich darüber gefreut. Weißt du, wir haben den Fisch dann vermessen, gewogen und der war eben über 20 Kilo. Also sein Traum war in Erfüllung gegangen, weißt du, 20,2 Wochen nachher auf der Waage an Bord, weißt du, dann musst du wissen, die verlieren ja unheimlich Flüssigkeit und ähnliches, bis du dann eben so weit bist. Aber das ist eben da oben möglich, weißt du, also so große Fische zu fangen. Ja, jetzt haben wir aber die Story so erzählt, als wenn es nichts gewesen wäre. Jetzt erzählen wir sie nochmal so, dass wir nochmal Spannung reinkriegen. Also, Hauke fährt nach Norwegen, will einen 20-Kilo-Dorsch holen. Wie viele Versuche gab es? Ist es ihm am ersten Tag gelungen? Nein. Okay. Wie war's? Ja, also es ist ja so, wie gesagt, ich sage, Hauke ist ja schon einige Male und hat auch schon 15 Kilo, 18 Kilo, aber eben kein 20 Kilo Dorsch gefangen. Weißt du? Und jetzt war eben er hatte den Wunsch, da oben im Norden so einen großen Fisch zu fangen. Nicht? Und setzt auf deine Unterstützung natürlich. Nein, das braucht er nicht, weißt du, der ist so erfahren, der macht selbst auch Guiding-Touren und alles. Also, okay. Und nein, und wir haben dann, guck mal, in dieser großen Tiefe fischst du entweder auf Rotbarsch, nicht?
Oder du angelst aber mit großen Ködern auf große Fische, da kann auch mal ein Heilbutt beißen oder ein großer Dorsch. Und Hauke hatte jetzt speziell mit einem toten Seelachs, hat der toten Seelachs an so einem Munchingbleier, speziell jetzt auf große Fische gesetzt, also auch einen richtig großen Köder angeboten. Mhm. Und ich habe parallel daneben mit einem Rotbarschvorfach. Mhm. Ein Rotbarschvorfach, was hatte ich, glaube ich, schon mal erklärt, mehrere Haken, Paternoster genau. Mit sechs Haken. Letzte Folge verweisen wir nochmal drauf. Ja. Und daneben geangelt, weißt du, und dann kriegt der Hauke den Biss und du siehst ja auch gleich, weißt du, wie die Rute da merkt, also dass da was Kapitales ist, dann weißt du ja immer noch nicht, du, was das ist, nicht? Mhm. Anhand der Flucht kannst du so sagen, nee, Heilbutt eher nicht, wahrscheinlich Dorsch, weißt du, die machen immer nur so kurze Schläge und ziehen eine Schnur über die Rolle, aber kämpfen nicht so vehement, nicht? Und dann dauert das ja eine Zeit, was du, bis du diesen Fisch hochgepumpt hast. Und dann siehst du nachher schon diese Umrisse im Wasser. Und da wurde Hauke schon nervös. Nicht? Ich selber, wie gesagt, weißt du, ich erzähle es jetzt vielleicht so nüchtern, weil für mich ist ein großer Fisch, weißt du. Und also ich habe nicht diese Maßstäbe, dass ich noch größer, noch schwerer oder sowas alles. Ich habe mich mit Hauke wahnsinnig gefreut. Wir, weißt du, wir sind uns am Arm gefallen. Und der war richtig aus dem Häuschen, weißt du, und gewogen, weißt du, und dann nochmal kontrolliert und gemessen. Dann haben wir das erste Mal den Fisch gemessen, weißt du. So mit einer Messlatte, der Fisch liegt an Bord, alles krumm und so. Dann haben wir nachher aber nochmal ganz korrekt, als er tot war, warst du nochmal gemessen und genau festgehalten. Ich glaube, der war 1,32, wenn ich ja richtig, und 20,2 Kilo. Ne? Also messt ihr direkt an Bord das Gewicht? Ja. Ihr habt so eine... Ja, wir haben so eine Zugwaage. Ja, also ich weiß nicht, alles elektronische Waage. Ja. Die Jungs haben alles mit Messlatte, Waage, das muss alles genau festgehalten werden. Und wir haben es ja auch alles gefilmt. Ne? Der Christian Hoch, der Fisch- und Fang-Redakteur, hat das ja alles festgehalten. Und diese Freude von Hauke. Nicht? Naja, du, nun geht das ja weiter. Dann haben wir da ja noch weiter geangelt. Und dann hatte ich schon mal zwei Rotbarsche gefangen und kriegte wieder Biss. Und ich sage Rotbarsch und drehe hoch. Und verhakt sich mein Vorfach mit das vom Kameramann. Der war ja nun natürlich auch nervös und wollte einen vernünftigen Fisch fangen und hatte parallel auch eine Rute ausgelegt. Ah, ich dachte schon, mit dem Kameramann hättest du dich. Okay, aber mit der Rute vom Kameramann. Ja, genau. Okay. So, und während wir das Gerät auseinandertüddeln, merke ich auf einmal, da kommt auch ein bisschen mehr Druck aufs Vorfach. Ich denke, na, vielleicht jetzt 6 Rotbarsche oder ähnliches. Du, und dann habe ich gekämpft und gedreht und alles. Und was, ob du es glaubst oder nicht, auf meinem Rotbarschvorfach hat einen Dorsch gebissen, der war unwesentlich kürzer als der von Hauke, ich glaube 4 oder 6 Zentimeter und wog auch nur 2 Kilo weniger, nicht? Also war auch ein Wahnsinnsdorsch, nicht? Mit dem Rotbarschvorfach, also in der großen Tiefe, da kannst du mal sehen, welche Qualität mein Gerät hat, nicht? Dass du da so einen Fisch mit rauskriegst. Und dann war es so, der Haken von meinem Rotbarschvorfach hing dem Maul tatsächlich im Maulwinkel, also ich vermute, da hing ein Rotbarsch drauf und den hat der überbissen. Mhm. Ne, denn so einen kleinen Fetzenköder, was so ein Riesendorsch, das ist ja gar nichts. Nicht? Mhm. Also, weil das auch erst nicht ganz so schwer ging und nachher ging es noch wesentlich schwerer. Ja, nun hatten wir ja Blut geleckt. Nicht? Dann haben wir noch weiter geangelt. Wir haben dann auch noch diverse Dorsche gefangen. Also ich habe sehr viel Dorschfilet diesmal mitgebracht. Oh, schön. Und wir sind dann den nächsten Tag nochmal gezielt dahin gefahren, weißt du, um jetzt gezielt nur mit großen Ködern auf große Fische zu angeln. Ne? Also wir hatten ja alle schon im Kasten quasi. Gleiche Stelle, ja. Die gleiche Stelle, wieder auf so einen 130 Meter Berg, der dann runterfiel. Und du, komm an, lass ihn runter, bums, gleich Bisse. Du, und dann, ich habe dann mit einem sogenannten Fireball-System, das heißt, das ist, musst du dir vorstellen, eine große Bleikugel, um Gewicht zu kriegen, mit einem richtigen, stabilen Haken eingegossen. Also das ist eine runde Kugel, eine Bleikugel, und da ist ein großer, überdimensionaler Haken eingebunden. Mhm. Und diesen Haken ziehst du deinem toten Köderfisch so durch den Kopf, sodass die Hakenspitze rauskommt, und da setzt du zusätzlich einen sogenannten Angsthaken-Drilling so im Rückenbereich rein. Nicht? Denn weil der Fisch von hinten beißt, dass der dann irgendwo auch hängen bleibt. Lass diese Montage in Grundnähe, weißt du, dann drehst du mal so ein paar Meter runter, lässt wieder runter. Du, dann kriege ich einen Einschlag. Also ich habe ja viele Fische gefangen in meinem Leben. Du, aber von dem, also die Rute krumm, ich konnte nur pumpen. Das heißt, weißt du, mit aller Kraft die Rute hochziehen, schnell ein paar Meter oder einen Meter Schnur gewinnen, dann wieder runterlassen. Und ich habe da richtig, und wir waren alle gesperrt. Und dann auf einmal schlitzt
aus, was der Fisch ist weg. Ne? Nein. Dann da war ein Seelachs drauf, so von circa 40 Zentimeter als Köder. Ne? Da war unten am Schwanz, war der, also die Heilbutte oder auch die Dorsche, die haben ja nur kleine Zähne, also die Kappen nicht, was, das war nur so eingerissen. Ne? Und ist der Haken ausgeschlitzt. Ne? Was glaubst du, was es war? Ich nehme an, großer Dorsch. Ne? Sondern, also vom Fluchtverhalten her eher ein Dorsch als ein Heilbutt. Nicht? Und was anderes kann sich wo unterscheiden sein. Die sich da? Der Heilbutt macht, was so, der macht so diese sogenannte Heilbutt. Wenn der beißt, dann, was so, wenn der Butt ist ja so, was so, macht er diese Flipperbewegung dann. Und das merkst du in der Rutenspitze und dann fängt er an und flüchtet und dann kannst du den auch nicht halten. Der reißt die Schnur von der Rolle, was so ein Fisch in der Größe, ne, die kämpfen dann richtig und die Dorsche machen was so Kopfstöße mehr und ziehen dann nur so nicht das schwere Gewicht und versuchen dann ein paar Fluchten zu machen, abzuhauen, aber eben nicht mit der Geschwindigkeit eines Heilbutts. In der Regel ist das so. Ne, aber wie gesagt, das weiß keiner genau. Du, das sind immer die größten Fische, die man nicht gesehen hat im Nachhinein. Also Heilbutt haut dir eher ab als ein Dorsch? Der macht mehr. Ne, der, also ich habe Heilbutt gefangen, Jochen, von 1,20 Meter oder ich weiß, ich nehme das nicht so genau, einen schönen Heilbutt. Der hat Fluchten gemacht von meiner fast geschlossenen Rollenbremse, weil also die hat eine Zugkraft von 16 Kilo. Ist der zweimal, habe ich den hochgezogen und zweimal wieder abmarschiert bis zum Grund und wieder, den muss ich wieder hochpumpen, nicht? Also das ist schon, und das ist ein Unterschied. Und das macht der Dorsch eben nicht. Der macht zwar Fluchten, aber nicht so rasante Fluchten wie ein Heilbutt und ne, der Heilbutt ist, was wir sagen, so sportlicher, spritziger, nicht? Und gerade dieser Mittelschlag so von 1,20, 1,30, 1,40, die machen richtig Rabatz, weißt du, die werden richtig giftig, die lassen sich nicht so schnell mit der Hude bezwingen, nicht? Aber könnt ihr alles sehen im Norwegen-Magazin vom Paul Parra Verlag, für den haben wir ja diesen Bericht gemacht und der kommt im Frühjahr nächsten Jahres, nicht? Also das waren schon spektakuläre Fotos, ne? Da musst du mal Kollegen mal hier einladen, dass wir mal zur dritten Podcast-Folge machen. Ja, können wir gut machen. Ja. Ne? Ja. Hier, herzlich eingeladen. Und wie gesagt, das waren dann, wie gesagt, wir haben dann ja die Fische filetiert, eingefroren, das ist ja alles super organisiert da oben. Nicht? Wie viel kriegt man raus aus so einem 20 Kilo Dorsch? Ja, der Kopf ist schon gewaltig, nicht? Und ich muss ja sagen, also wir schneiden dann eigentlich auch nur das Rückenfilet, nicht? Oder das schöne feste Fleisch raus. Nicht? 5 Kilo? Ne, ich glaube eher weniger. Okay. Ne? Also ich glaube eher weniger. Also ich persönlich, weißt du, bin auch kein Freund von, weißt du, manche mögen so gerne dieses dicke Fleisch vom Dorsch, weißt du, wenn das so wie in Scheiben fällt in Carbonade. Ich mache lieber die etwas jüngeren, weißt du, die nicht ganz so groß sind. Nicht? Aber wie gesagt, wir haben die gefangen, die haben wir auch alle verwertet, ne? Die sind alle eingefroren, also mein Quantum liegt hier bei mir in der Gefriertruhe. Also wir hatten da eigentlich richtig Glück mit dem Wetter. Und also alle Tage fischen. Das Revier liegt auch sehr schön windgeschützt. Also du kannst auch bei schlechtem Wetter findest du immer eine ruhige Ecke, eine ruhige Bucht, wo du fischen kannst. Heilbutt sind allgegenwärtig, nicht? Und wenn das Wetter es zulässt, kannst du dann auch mal offshore fahren, also raus auf den Atlantik. Da wohnen in der Regel die Riesen, also die großen Fische, nicht? Ist so ein Revier heilig für euch, dass ihr das nicht verratet? Nein, oder? Nein, das ist im Gegenteil. Ja. Wir sollen das ja jetzt bewerben. Und, ja. Das grad jetzt. Aber die genaue Stelle meine ich. Ja, nein, wir geben auch die Position an. Ich komme da wahrscheinlich nie wieder hin. Also wir geben die Position an, wo wir Rotbarsch gefangen haben, wo wir Heilbutt gefangen haben, wo wir Dorsch gefangen haben, nicht? Und geübte Angler, also die Technik geht ja immer weiter. Was so der Hauke Loof, der hat auf seinem Handy so eine Seekarte mit 3D, da siehst du die Berge richtig. Also guck mal, ich kenne das ja nur Echolot, guckst du unter Wasserberg, oh ja, hier steigt er an, da fällt er ab und dann hast du die Wassertiefe, nicht? Heute hast du schon auf der Seekarte, was du, auf dem Handy konnt ihr dann genau sehen, was du, wie der Berg abfällt, wo eine Rinne ist, was und in diesen Sandrinnen, da liegen manchmal die Heilbutts. Also die Technik geht da immer weiter, was du, wer das sich damit auskennt und das lesen kann und der kann das schon benutzen, musst du dann immer irgendwo zubuchen, was du so eine Seekarte, die dann digital genau, detailgenau dir zeigt, wo was ist, nicht? Also, aber du gibst dir, ich sage immer, Leute, was soll der ganze Quatsch? Du gibst dir so viel Mühe, fährst also diesen Punkt auf einen Zentimeter an, sagen wir mal. Guckst dir das genau an auf dem Handy und auf dem Echolot. Und dann ist die Drift ganz anders. Das sind ja Dinge, die du gar nicht beeinflussen kannst. Ich sage, Leute, lass uns treiben, wenn eine halbe Stunde nichts passiert, fahren wir irgendwo anders hin, wo wir meinen, dass was sein könnte. Aber dieses, was so genau suchen und ähnliches, was du das ist gut.
gibt ja auch ein gutes Gefühl, nicht? Aber wie gesagt, wie die Drift dich nachher versetzt oder was, wo du lang treibst. Und das Einzige ist, was so, für mich ist das Echolot, also wird das tiefer oder flacher, nicht? Und da habe ich ja schon so oft gesagt, Leute, nicht auf den Grund rumhaken, immer ein paar Meter über den Grund fangen. Nicht? Denn ich hatte jetzt auch wieder, was du mit meinem Rotbach-System, du guckst dann immer noch mal, was hast du noch Grundkontakt und dann oder wird es tiefer oder flacher und lässt dann ein paar Meter runter und dann drehe ich aber gleich wieder hoch. Wumms, du steigst mir da so ein Lump ein. Ne? Mhm. Und die sind von Anglern nicht so geschätzt. In der Küche geben die wirklich eine gute Figur und aus der großen Tiefe haben die auch wenig Nematoden oder überhaupt keine. Aber also ich will dann lieber Rotbarsche fangen. Nicht? Und dann hast du ja bei dem Rotbarschvorfach fängst du ja auch mal 2, 3 oder 4. Also wir haben da 2-mal Rotbarsch gegessen vom Allerfeinsten. Ne? Wenn man jetzt so einen 20-Kilo-Dorsch rausholt, ist man dann so angefixt, dass der nächste noch größer sein muss oder geht man am nächsten Tag dann heraus so, eigentlich habe ich mein Ziel ja schon erreicht? Ja, ja, du, aber wie gesagt, besser geht immer, nicht? Ja. Also, aber wie gesagt, für ihn war das eben eine Marke, was du denn, auch für Christian Hoch, die beide haben noch keinen 20-Kilo-Dorsch gefangen, also 18 Kilo oder vielleicht auch 19 oder so, die nehmen es auch sehr akribisch genau, da wird genau gewogen und gemessen, es ist ja nur für einen persönlich, nicht? Mhm. Also, und ich wusste früher mal, PB, ich habe mein PB verbessert und ich denke, was verbessern die denn hier ständig, weil ich bin da irgendwie anders, ich will gerne Fische fangen, weißt du, und lieber mehr, als was jetzt gezielt den einen herausragenden Fisch. Also ich kurbel dann lieber 5 Dorsche hoch in der Zeit, wo die mit einem so Kavenzmann rumtoben oder was. Aber das muss jeder Angler für sich selbst entscheiden. Nicht? Ja. Und außer Dorsch und Rotbarsch, was gab es noch? Also Dorsch, Rotbarsch und Heilbutt. Ja. Ne? Und Seelachse. Ne? Seelachse in jeder Menge, in jeder Größe. Aber nicht diese ganz kapitalen, diese Hafsee, da wo auch viele gerne drauf angeln, die gab es so oben im Norden nicht. Aber dann ging ja, das haben wir also die Woche da gut verbracht, Jochen, aber dann ging ja das Fiasko mit der Rückreise. Ach, jetzt geht die Rückreise los. Oh Gott. War die schlimmer als die Hinreise? Ja, naja, auf alle Fälle ähnlich katastrophal. Ne, also wir sind dann mit dem Leihwagen, dann war so wieder nach Alta gefahren, hat alles super geklappt, da eingescheckt, war alles in Ordnung, in Oslo angekommen, auf der Rückreise wird das Gepäck wirklich durchgescheckt und du siehst ja auch manchmal diese Gepäckwagen, oh, da ist meine Tasche und so, dann bist du ja schon heilfroh und ähnliches und hat auch alles gut geklappt. Wir sind dann abends um 10:30 in Hamburg gelandet, ja, dann zum Band, weißt du, und irgendwann fängt das Band ja auch an zu laufen und läuft da ständig, weißt du. Lass mich raten, euer Gepäck war nicht da. Es war alles da, bis auf eine Tasche von Nein, mir. Nicht das für, der Fisch. Der Fisch ist gekommen. Der Fisch ist gekommen? Ja, ja. Also deine Angelruten sind noch da? Angelrute nicht weg, Rollen weg, also mein ganzes persönliches Gepäck, also mein Zeug. Ne? Guck mal, und das war jetzt ja, also in der Nacht von Freitag auf Sonnabend. So, ja. Dann, weißt du, stehst du ja einen Augenblick und guckst erstmal verdattert, ja, kommt nichts mehr. Es stehen auch keine anderen Leute. Du musst zum Schalter. Musst zum Schalter. So, ich an den ersten Schalter, nee, wir sind nicht zuständig, da ist der Schalter da hinten zuständig. Dahin eine Menschenschlange, Jochen, so 15 Mann vor mir und da am anderen Asiaten und ähnliches. Das hat gedauert und gedauert. Weißt du, ich habe so einen Slot gehabt für meinen Parkplatz, weißt du, der war schon lange überschritten. Zum Glück hatte ich die Versicherung mal abgeschnitten. Du hast ja heute so mit Nummernschilderkennung und buchst den Parkplatz dann so und so lange. Endlich kam ich ran. Nicht? Ich sage, eins von meinen beiden Gepäckstücken ist nicht mitgekommen. Ja, welches? Ja, das und das. Nicht? Haben Sie Ihr Flugticket? Ja. Steht ja der Name, falsche Name wieder drauf. Ja, wieder ein falscher Nein. Name. Zwar der richtige Nachname, aber falscher Vorname. Das sind Sie ja gar nicht. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Wie hieß du denn? Ich glaube, Sebastian oder was. Weißt du, ne? Sebastian Hennig. Ja, ich habe das Flugticket da ja noch liegen. Weil, was du dann, ja, dann wird das da ja aufgenommen. Die Dame hat sich sehr viel Mühe gegeben, weil war freundlich. Und dann kriegst du auch gleich eine Mail auf Englisch. Ja. Also die setzen heute voraus, dass du, als wie ich jetzt knapp 80-Jähriger, mit dem Computer perfekt bist, mit dem Handy perfekt bist und perfekt Englisch bist. Ne? Na, denke ich, ist ja gut. Denn also ihr Gepäck kommt morgen. Das war Sonnabend. Ne? Das konntest du ja feststellen, also mit der nächsten Maschine oder ähnliches. Ja, heute ist ja nun schon Dienstag, ich habe es immer noch nicht. Ach. Nee. Und habe dann wieder eine Mail gekriegt, wieder in Englisch, ne, dass mein Gepäck in Hamburg angekommen ist und dass mir demnächst zugestellt wird. Ne. Das ist der Stand der Dinge jetzt. Wann kam also, die Mail? Am Samstag. Ah, okay. Also das Gepäck ist in Hamburg. Ja. Es ist heute Dienstag, also Samstag, Sonntag, Montag.
Dienstag ist ja fast vorbei. Ja, also ich war nun sehnsüchtig da drauf, weil ich meine, das kann nicht so schlimm sein, so ein Gepäckstück von Hamburg nach Brezje zu fahren. Aber jetzt stell dir mal vor, es wäre der Fisch. Ja, nee, den kannst du vergessen. Nee, ja, aber dann haben die dann einen Koffer mit Fisch, der vergammelt. Ja, ja, das passiert. Und die erste Frage war, ist in ihrem Gepäck Lebensmittel? Da sagst du ja. Da musst du sagen, ja, ja. Da, frischer Fisch. Du darfst keine Lebensmittel transportieren. Ach so. In der Flugbestimmung steht, du darfst keine frischen Lebensmittel transportieren. Ja, und ich habe ja gedacht. Aber ich dachte, aber den Fisch, den du angelst, den musst du doch hier rüberkriegen. Darfst du aber nicht ins normale Gepäck packen. Ach so, okay. Das ist also, wie gesagt, guck mal, ich hatte ja schon mal das Drama, dass ich ein Gepäckstück bis heute nicht habe oder sowas alles. Weiß man nie, wie das denn ausgeht, weißt du. Das ist also, das war eine Vollkatastrophe jetzt, weißt du. Ich meine, ich habe mir das so ganz locker gesehen. Ich sage, gut, man weiß ja, wo das Gepäckstück ist. Das ist nicht irgendwo in Abu Dhabi gelandet oder sonst was alles. Kommt mit der nächsten Maschine und dann wird irgendwo ein Kurier dir das zustellen. Und ich gucke jetzt, ich mache mein Handy gar nicht aus der Hand legen, weil ich jeder denkt, ich kriege irgendwie eine Nachricht, dass das Gepäck kommt. Weißt du? Denn das Zeug riecht ja auch ein bisschen nach Fisch. Nicht der Fisch riecht nur, sondern mein Zeug. Weißt du? Ich habe da so einen Floater drin, ich habe da zwei Angelruten drin, ich habe drei Angelrollen drin, ich habe meine Filetiermesser. Ich habe ja fast alles in dieser Reisetasche dann. Ne? Und nochmal zum Fisch. Das heißt, das Fischfilet, das musst du in eine extra Box und das wird extra aufgegeben dann. Ja, nee, du darfst eigentlich gar keinen Fisch transportieren. Ach, Moment. Nee, du darfst ins Gepäck haben. Ich weiß nicht, wie man sich da verhalten soll. Die wissen ja, das sind ja tausende von Angler, die da hinfahren. Nee, aber ich glaube, das müsstest du, wenn das jetzt ganz gerecht geht und der Fisch mal sagt, dieses Gepäckstück kommt abhanden, kannst du zumindest keine Regressansprüche geltend machen. Okay, aber wenn man auf eine Angeltour geht und man Fisch mit nach Hause nehmen will, dann geht das nicht übers Flugzeug oder habe ich dich jetzt falsch verstanden? Das wird wohl übers Flugzeug gehen. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Okay. Ich weiß eben nur, dass in diesen Flugbestimmungen steht, du darfst keine Lebensmittel in deinem Reisegepäck haben. Okay. Ne, guck mal, jetzt gibst du ja meistens so eine, die meisten geben das ja in der Kühlbox separat auf. Ja. Ne, und die Kühlbox ist verschweißt und verklebt und ähnliches. Ne? Und ich nehme an, aber da können nicht wirklich überfragt, dass jemand ein Kumpel sagt, da müssen die mal recherchieren, das können sie mal ins Norwegen-Magazin bringen, wie sich das überhaupt verhält. Mhm. Weil, guck mal, wenn da jetzt der Fisch, jetzt nach zwei Tagen ist er ja gammelig, den kannst du ihn ja nicht mehr verwerten. Ja. Dann kannst du zumindest nicht geltend machen, so ich hatte da jetzt 18 Kilo Fischfilet drin, der Fischfilet kostet jetzt schon fast 30 Euro das Kilo, also ich mache meine Entschädigung geltend. Das alles kannst klar. du, glaube ich, nicht. Nicht? Okay. Aber wie gesagt, ich war ja heilfroh, also mein Paket mit dem Fisch war ja da, das ist auch alles tiefgefroren angekommen. Jetzt warte ich eben nur noch auf mein Angelgerät, weißt du, denn ich soll ja in zwei Wochen schon wieder nach Norwegen. Ach, schon wieder? Geht schon wieder dahin? Ja, ja, und noch weiter hoch im Norden, weißt du, wir fahren ganz oben im Norden, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Anlage heißt, aber dann machen wir nochmal einen Trip und bis dahin müsste meine Frau das noch einmal durchwaschen, weißt du, wenn ich das bis dahin habe. Ne? Oder du wäschst es einfach selber mal durch. Nee, das kann ich ja nicht. Weißt du? Guck mal, das muss ich ja sagen. Also das war ja der Vorteil, Jochen, für mich war das wirklich betreutes Angeln da. Ne? Der Hauke Loof, exzellenter Koch, nicht? Also die Jungs und Christian Hoch, wir haben ja so ein Team bilden wir ja, weißt du, da haben uns also sehr gut verstanden. Du ruckzuck kochen die was, so ich denke, Hauke, hast du doch was zu waschen? Ich sage, wie, was waschen? Ja, ich wasche mal zwischendurch. Dann hat er sein Zeug mal gewaschen, in den Trockner gepackt, weißt du, wir hatten ja einen großen Heilbutt gefangen, da war er voll Schleim, wo er kam gleich abends in die Waschmaschine, gleich in den Trockner, nächsten Tag frisch trocken auf der Wäsche, habe ich noch nie gemacht, ich wüsste gar nicht, wie die Waschmaschine Horst. Angeht, das muss Annegret machen. Horst. Ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen und ich schätze dich auch sehr. Ist das nicht ein Ding, was du nochmal lernen möchtest oder dir zumindest Mühe geben kannst, dass die Zeiten voranschreiten und wir Männer mehr Aufgaben übernehmen? Naja, also ich glaube, ich in meinem Alter nicht mehr. Also ich werde schon können, wenn ich müsste. Was, ich habe es ja nicht nötig, Jochen. Ich habe genug Zeug mit und Annegret freut sich schon, wenn sie kommt. Wir haben hier zwei Waschmaschinen, die laufen schon trocken, weißt du, das ist ruckzuck. Und die ist ja jetzt so traurig bei dem wunderschönen Wetter, das wir jetzt hier in Nordfriesland haben oder überhaupt in Deutschland. Wir haben jetzt nochmal Hochsommer gekriegt, weißt du. Wäre ja schon alles picobello getrocknet da draußen und wäre schon wieder versandfertig für die nächste Tour. Ja? Okay, ich werde deine Frau beim nächsten Mal hier mal den Podcast mit einladen, damit auch die Sicht der Dinge besprochen wird. Also in zwei Wochen geht es wieder los und
Ist dann schon wieder jemand dabei, der wieder einen Megafisch als Herausforderung hat? Nein, also Christian Hofer ja nun auch mit, der hat auch noch keinen 20 Kilo Dorsch, der fährt jetzt auch wieder mit, nicht? Also du hoffst immer noch auf seinen großen 20 Kilo Dorsch und es ist ja so, du musst dich ja immer auf die Angelart, die dir da bevorsteht, vorbereiten. Mhm. Guck mal, wenn du jetzt in großen Tiefen fischst, was eigentlich sehr anstrengend ist, ne? Du musst schon den Wunsch haben, großen Fisch zu fangen, sonst angelt keiner freiwillig in 130, 150, 160 Meter Wassertiefe, dann brauchst du ja schon Gewichte, 300, 400, 500, 600 Gramm und dann eben den entsprechenden Köder und das musst du ja auch alles manuell hochdrehen. Nicht? Also das ist nicht so, das kostet schon Kraft. Nicht? Wenn Fisch dran ist, dann kannst du ja langsam pumpen, aber wenn du jetzt mal sagen, Platzwechsel machen willst, dann, nicht? Und da gibt es eben was so dieses Fireball-System, da gibt es eben Köpfe, 400 Gramm, 600 Gramm, nicht? Und dann gibt es so Deadbait-Systeme, das ist ein schwerer Bleikopf, wo du den toten Seelachs draufschiebst und ähnliches, was, aber das musst du mitschleppen. Und das ist immer wieder dieses Problem. Und wir wollten ja jetzt Rotbarsch angeln. Ich hatte zum Beispiel ein 900 Gramm Blei mit, ein 750 Gramm Blei mit, weißt du, um mein Rotbarschvorfach auf 150, 160 Meter Wassertiefe zu bringen. Nicht? Und dann sind diese 23 Kilo, die du jetzt zweimal hast, relativ schnell voll. Und im Hinterkopf musst du immer haben, du möchtest ja auch noch 18 Kilo Fischfilet mitbringen. Nicht? Ich hatte jetzt schon mein Blei aussortiert, weil ich habe gesagt, das Blei ist nicht ganz so wertvoll, ich nehme lieber Fisch mit. Nicht? Denn heutzutage, die Fluggesellschaften kennen kein Pardon, wenn das Gepäck 100 Gramm schwerer ist als 23 Kilo, sofort nachlöhnen, weißt du, und, oder was rausnehmen. Hauke, da haben wir dann auch noch den Fehler gemacht, weißt du, wir packen das Gepäck auf dieses, muss ja alles fast selber machen heute, ne? Am Sperrgepäckschalter, Scanner ran, Error, ne? 25 Kilo, oh, was denn nun? 2 Kilo rausgenommen, ne? Wieder rauf, war noch schwerer. Wir hätten dann erst wieder so was so Tara drücken müssen auf Null. Da war dann schon irgendwie so ein kurzes Gewicht drin, weißt du. Dann haben wir hin und her gepackt, weißt du, und letztendlich hat es dann doch geklappt. Also, wie man sich richtig auf Norwegenreisen vorbereitet, das haben wir in der letzten Folge von Horst und der Fisch ausführlich besprochen. Kann man nochmal nachhören. Horst, vielen Dank für diese tollen Geschichten. Gerne, Jochen. Und in 3 Wochen gibt es dann die nächsten Norwegen-Kracher. Und ich bin wirklich gespannt, in der nächsten Woche bei der neuen Folge lösen wir das dann auf, wann das Gepäck hier ankommt, wenn es denn überhaupt ankommt. Da mal nicht den Teufel an die Wand, ich habe ja jetzt noch Das heißt, du wartest auf die Klingel jetzt hier, die Türklingel. Ja, ja. Okay. Horst, vielen Dank. Ja, gerne, Jochen.